Der Chef oder Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon, also der Parti de Gauche, Chef kann man glaube ich sagen, Spitzenkandidat, ne? Na, ist egal, also jedenfalls so. Der war auf eurem Kongress am Freitag. Und ich will nur ein Zitat ideologiekritisch durchdenken, was der da gesagt hat. Der sagt, die Souveränität der Völker ist das höchste Gut. Er sagt sonst auch noch viel zu sozialen Fragen. Die Souveränität der Völker ist das höchste Gut. Erstmal höre ich jetzt mal den Satz so ein bisschen mit westdeutschen Ohren. Ne? Das ist noch gar nicht besonders ideologiekritisch. Dann sage ich, mir ist immer erzählt worden, bis 1990 sei Deutschland nicht souverän gewesen. Begrenzte nationale Souveränität durch alliierte Aufpasser. Ehrlich gesagt, das hat mich nie gestört. Ich fand es eher gut. Also, dass ich gerade unter der mangelnden nationalen Souveränität Deutschlands gelitten hätte, da sie ein paar Kriege verboten wurden und sie mussten relativ gutes Asylrecht machen und durften keine Zwangsarbeit und keinen Arbeitsdienst einführen. Zweitens, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass die Souveränität das höchste Gut ist, wenn man nur Humanist oder Menschenfreund ist? Das höchste Gut ist ja wohl, wie man so lebt. Eben, ob man Zugang zu Gesundheit hat, ob man einigermaßen Sicherheit hat, Wohnraum zu bekommen, ob man meinetwegen auch einen plausiblen Lohn ohne Leiharbeit empfangen kann. Oder meinetwegen auf demokratischem oder sonstigen Gebiet, ob man sagen kann, ich lebe in einer Gesellschaft, wo Anderssein nicht ganz so hart bestraft wird wie in einer formierten oder despotischen Gesellschaft, wo man etwas angstfreier anders sein kann. Was bedeutet das eigentlich, wenn einer sagt, er ist links und behauptet, Souveränität sei das höchste Gut, weil jedes andere da dann drunter ist? Nun kommt das Problem, nun sagt er auch noch Völker. Es ist auch noch das höchste Gut der Völker, Leute. Überleg das mal, was das bedeutet. Das bedeutet, egal wie er das macht, egal hinter allem, das bedeutet, jeweils feststellen zu müssen, wer zum Volk gehört oder nicht. Sonst kann man das Wort Völker gar nicht benutzen. Das heißt, man kann es blutmäßig machen, man kann es vielleicht auch kulturalistisch machen, man kann es ethnisch machen. Aber bei dem Begriff der Völker ist sozusagen immer die Feststellung implizit getroffen, wer nicht zum Volk und zu den Völkern gehört. Und das sage ich euch, das geht nicht nur gegen. Wer so redet, den ist der nicht zum Volk gehörende Jude, also der Antisemitismus, in seine Argumentation eingespeist. Und viertens, wenn ich den Satz mal praktisch nehme, wer sind denn die Völker, die da als höchstes Gut Souveränität haben? Na, lehnen wir uns mal zurück und stellen die Frage, gibt es ein Volk der Schotten? Oder mal raus aus Great Britain. Gibt es ein Volk der Katalanen, aber ganz schnell raus aus diesem Völkergefängnis. Gibt es ein Volk der Kroaten? Gibt es ein Volk der Slowenen? Und dann war aber die Zerschlagung des Völkergefängnisses Jugoslawien hochplausibel. Ich meine, es gibt ja jetzt inzwischen Völker von Staaten, die ich Gott sei Dank bis 1990 gar nicht gekannt habe. Oder wusstet ihr, dass es Kirgisien gibt? Ein Mensch von Geschmack weiß so etwas nicht. Das heißt, wer mit dieser Kategorie arbeitet, das sei das höchste Gut. Da müsst ihr mal überlegen, was der für eine Lunte legt. Also das heißt sozusagen, alles, was sich zum Volk erklärt, soll Souveränität anstreben. Mörderisch. Und als allerletztes, also das halte ich für die Hauptgefahr, will ich sagen. Das ist so gefährlich. Wenn Linke sich in dieser Form der Querfront sozusagen anschließen
und Verständnis für völkischen Nationalismus und Rassismus haben. Das Problem ist leider, auch die das alle so nicht machen, machen zu viele Schritte mit, denen entgegenzukommen. Was denkt ihr denn zum Beispiel, und das hat jetzt nichts mit Herrn Flassbeck und Frau Wagenknecht und so weiter und Inge Höger und wie diese Schalträger des Nahen Ostens ohne Israel alle so heißen zu tun. Was denkt ihr eigentlich, wenn ihr die Parole lest, die so vielfach plakatierte Aus Liebe zu MV, aus Liebe zu Mecklenburg-Vorpommern? Boah! Also wer zu dieser Liebe fähig ist, eine Gebietsreform, verstehst du, einmal zerlegst du Mecklenburg-Vorpommern, wie es ja nach 45 geplant war, wieder in Mecklenburg und Vorpommern, dann muss die eine Hälfte Mecklenburg und die andere Hälfte Vorpommern lieben. Das ist doch ein Hinweis auf die Wahnhaftigkeit, auf die unbedingte Sehnsucht im völkischen Denken, sich anzuschleimen. Es ist doch ganz undenkbar, so ein Landstrich zu lieben. Es kann doch nur den Zweck haben, zu sagen, wer das nicht liebt, gehört nicht zu uns. Und das ist immer der Kosmopolit. Das ist immer der vaterlandslose Geselle. Das ist immer latenter Ausländer und Jude.